Derantoxsatz an meiner Seite. BTB-Leser wussten es ja schon sehr lange. Wann wusstest du das denn eigentlich, dass es nach Norderstedt geht? Also ich glaube, dass du das oder dass ihr das vorher wusstet. Bei mir war das, glaube ich, erst am Montag, Dienstag waren die Gespräche. Also Dienstagabend stand das eigentlich erst fest. Davor haben wir eigentlich gar nicht geredet. Also deswegen wart ihr ein bisschen voreilig. Aber ja gut, irgendwie habt ihr das ein bisschen vorher gesehen, ne? Ja, wir haben es vor allem gesehen, dass die dritte Liga ein bisschen zu schnell für dich ist. Oder warum der Wechsel? Oder war es dir in Kiel jetzt einfach auch zu langweilig? Also scharf geschossen wird hier gerade, ne? Also nee, langweilig ganz und gar nicht. Also ich habe mich da wohlgefühlt. Der Trainer wollte auch, dass ich dort bleibe. Aber für mich war es halt wichtig, nochmal Fußball zu spielen, nicht nochmal irgendwie also auf der Bank zu sitzen. Und also war es nicht irgendwie eine Flucht oder so, sondern eher dafür, dass ich noch mehr Spieleinsätze habe in dieser Saison. Auf meinem Fragenzettel steht trotzdem, war Carsten Neitzel vielleicht der falsche Trainer für dich? Nee, jetzt kann ich ganz, das fragen mich natürlich viele, aber ich sage ganz klar, dass er, sag ich mal, für Kiel oder für uns oder für Holstein Kiel eigentlich der beste Trainer war oder ist. Also ein super Trainer, also ich kann nur Positives über ihn sagen, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass es für mich der falsche Trainer war. Viele wollten dich haben, unter anderem auch der SV Viktoria, wahrscheinlich auch Altona 93, wahrscheinlich auch Dassendorf und Eichhede. Am Ende hat es Eintracht Norderstedt gemacht. Womit hat dich Thomas Seliger dann am meisten geködert? Nee, ich sag ja, also ich hatte am Freitag mit dem Trainer noch ein langes Gespräch, ein gutes Gespräch, und davor habe ich mich nicht mal ansatzweise damit beschäftigt, den Verein zu verlassen. Ich habe mich, wie gesagt, dort wohlgefühlt und ja, also ich hatte gar keine Gespräche mit anderen Vereinen. Mit Thomas Seliger hatte ich schon länger Kontakt, aber nicht wegen Vereinswechsel, sondern weil wir mal wieder geredet haben. Und deswegen kam dann Montag das Gespräch mit Seliger und dann ging es, wie gesagt, ganz schnell. Jetzt kommt der Mittelfeldboss gerade rein, Björn Nadler. Du weißt, das Mittelfeld bei Eintracht Norderstedt hat es auch in sich. Hast du keine Angst, dass du hier auch auf der Bank sitzt? Ja, es könnte natürlich sein. Ich glaube, wer am Ende Leistung bringt oder zeigt, der soll dann auch spielen. Also ich verstecke mich ganz bestimmt nicht. Also in Kiel habe ich mich vor niemandem versteckt. Hier werde ich mich auch nicht vor jemandem verstecken. Also klar, also wenn du schon Björn gerade ansprichst, vielleicht können wir da zusammen im Mittelfeld spielen. Das wäre natürlich schön. Aber wie gesagt, hauptsächlich geht es um die Punkte, um dass wir gewinnen und in der Liga bleiben. Und das Allerwichtigste daran, kannst du Blocktreffballern und auch versprechen, dass wir uns ja wieder ein bisschen häufiger im Nachtleben sehen? Boah, ja, ein paar Wetten stehen ja noch aus. Da kriege ich, glaube ich, noch was. Aber ja, ich bin ja eher sowieso nicht so einer gewesen, der oft rausgeht. Deswegen, wenn ihr zu mir nach Hause kommt, dann gerne. Aber ich glaube, auf dem Kiez eher nicht so. Ja, bedanken uns bei Derantoxsatz ja, für die schnellen, warmen Worte und ja, wir heißen natürlich willkommen zurück in Norderstedt.